Moin Leute, was geht? Mein Name ist Julio Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu dem neuen Test, YouTube Gamescom auf der PS4 und zu einem Test von dem Schafter von dem gepanzerten Fahrzeug. Die Panzerung ist total ausreichend, wenn man in Bewegung ist, das ist ganz wichtig, aber wenn man auf der Stelle bleibt, dann ist dieses Fahrzeug absoluter Mist. Ne, dann ist die Panzerung schnell geknackt und ja, den Rest könnt ihr euch eigentlich denken. So, wir machen heute mal den Test von dem Fahrzeug und was machen wir dafür? Fahren wir mal zu anderen Spielern, würde ich sagen. Genau, da haben wir schon ein im Visier genommen. Und da fahren wir jetzt mal hin und vielleicht eröffnet er ja das Feuer auf uns. Das wäre natürlich optimal. Das hätte ich natürlich auch gerne. Die Panzerung, wie schon gesagt, hält nur eine bestimmte Anzahl von Kugeln ab. In meinem Beschusstest waren es 15. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass ihr dunkle Scheiben habt, damit die Leute euch nicht sehen, die potenziellen Attentäter in GTA. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass sie diesen, ja, wie nennt man das, ist das Spoiler? Ihr Spoiler habt. Auf jeden Fall, wenn die Attentäter auf euch schießen, kann es natürlich sein, dass die Kugel auf den Spoiler trifft, anstatt auf das Panzerglas. Und somit kann es euch den Arsch retten, um es mal nett auszudrücken. So. Mit den Bullen wollen wir uns überhaupt nicht anlegen, weil dann ist die Panzerung ja mal ganz schnell im Arsch. Ne? Das Fahrzeug bietet einen sehr guten Schutz. Es lohnt sich auf jeden Fall, die $325.000 auszugeben. Wartet mal. Mann, ist das immer ein Stress hier. How can I be of service? Puh, ich hab nicht mal genug Geld, um Spannungslevel zu löschen. So, jetzt warten wir einfach, bis das Spannungslevel weg ist. Und dann können wir den Test starten. So, das Fahndungslevel ist weg. Jetzt können wir den Test eigentlich starten. Ich nenne es einfach mal Beschusstest. Und dafür fahren wir mal dahin. Und schauen, was passiert. Ja, das Fahrzeug hat jetzt schon natürlich ein paar Kugeln abbekommen. Da unten zwei. Das ist absolut harmlos. Das Wichtigste, und das müsst ihr immer wissen, auch wenn ihr mal VIPs transportiert ihr müsst immer darauf achten, dass niemals eine Kugel das Glas trifft. So einfach ist das. Weicht aus, aber bleibt niemals irgendwo stecken. Das hat mir auch schon den Kopf gekostet. So. Was ist das hier? Oh Gott, er schießt auf mich! Fuck! Habt ihr das gesehen, Leute? Der hat echt auf mich geschossen! In einem normalen Fahrzeug hätte ich jetzt Damage, Schaden bekommen. Aber hier habe ich das überlebt. Meine Fresse, diese Panzerlimousine gefällt mir immer mehr und mehr. Obwohl sie natürlich viele Schwächen hat. Aber die Stärken, die sind fantastisch. Danke Rockstar Games. Ich verklag euch mal nicht. Hier haben wir natürlich einen Schuss, das ist glaube ich aus der Shotgun. Ganz gefährlich. Drei Schuss und die Scheibe ist hinüber. Aber ja, auch egal. Eins, zwei Schuss. Diese
zwei Schuss hier, die hätten mir also den Kopf gekostet. Und das hier hätte mich sowieso getötet. Also, Panzerlimousine hat auf jeden Fall ihre Aufgabe erledigt. Und wenn ihr aus so einem Gefecht noch heil rauskommt, irgendwie, Gott sei Dank, dann, ja dann, dann würde ich euch empfehlen, sofort zu Los Santos Customs zu gehen und euer Fahrzeug wieder auf Vordermann zu bringen. Gut. Also ihr könnt ohne schlechtes Gewissen das Fahrzeug kaufen. Die Fahrzeuge sind alle gleich gepanzert, die es dort zu kaufen gibt. Aber kauft euch nicht den Karin Kuruma, dieses eine andere Fahrzeug von den Banküberfällen. Das ist nämlich nicht kugelsicher, sondern an der linken Fahrerseite gibt es ein 7 Quadratzentimeter großes Loch, wo die Kugeln durchkommen. Und das ist natürlich nicht so toll. Und außerdem hält es auch keinen Sprengstoff ab. Hier hält dieses Fahrzeug eine Handgranate ab. Und dann würde ich euch auf jeden Fall raten, mit diesem Fahrzeug ganz schnell abzuhauen, weil durch die Handgranate werden die Panzerglasscheiben herausgesprengt. Alle übrigens. Und ihr seid nicht mehr kugelsicher. Aber in der Regel schafft ihr es aus dem Gefecht. Und ja, ihr seid gerettet. Ja, moin, moin. Geiles Fahrzeug. Das tune ich noch ein bisschen. Moin, moin.